Leute, es geht weiter mit den Shorts. Heute verschiedene Arten von Freunden, wenn sie bei dir übernachten. Ey, wo penne ich denn überhaupt heute? Ja, bei mir, hier zusammen im Bett. Mit dir in einem Bett? Ja. Das fand ich auch irgendwie als Kind immer mega weird. Also da hatte ich keinen Bock drauf. Ah, klar. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht, nein. Weil das war ja auch keine Doppelbetten, sondern das waren so kleine komische. Also da schlafe ich wirklich lieber auf dem Boden oder ich gehe nach Hause. Aber ich schlafe nicht mit dir in einem Bett. Nein, ich schlafe lieber in der Dusche. Bruder, warum nee, machst das du hatte Licht ich nicht an? Ich glaube, ich bin noch nie im Schlafwandler begegnet. Leute, die im Schlaf sprechen, ja. Junge, was machst du da? Hallo? Nein. Schläfst du schon? Hallo? Junge. Hallo? Ja. Komischerweise, wenn man als Kind bei anderen übernachtet hat, kannte ich keine Schnarcher, aber ich bin ja mit Kollegen manchmal dann später als Jugendlicher und so weiter mit Kollegen in Urlaub geflogen, Alter, und es gab Leute, die haben immer so geschnarcht. Ich meine dich, Olli und Malte. Eigentlich haben alle geschnarcht, Denno hat auch immer geschnarcht. Junge, das war so ätzend. Nein, das Licht nicht ausmachen. Ich brauche immer ein Licht zum Schlafen. Ich kann sonst nicht schlafen. Der ich habe richtig Angst dann. Und das Fenster müssen wir aufmachen, weil ich finde es hier echt viel zu warm. So kann ich nicht einschlafen. Und kannst du mir eine Wasserflasche bitte geben? Die brauche ich neben dem Bett. Ich check immer noch nicht, warum sich die Sachen drehen können. Aber der Parcours sieht derbe geil aus. Erinnert mich ein bisschen an Fall Guys, ne? Dann geht's hier rein, zack. Alter. Ey, bitte gibt es irgendwo da draußen diese Map. Und... Okay, ich check gar nicht, ich weiß nicht mal mehr, wo oben und unten ist. Was ist denn, Ohio? Ist das nicht ein amerikanischer Staat? Sorry. Nintendo versus Konsolenspieler. Nintendo ist doch auch Konsole. Also Xbox versus PlayStation kann ich ja noch verstehen. Aber wer sich eine Nintendo kauft, meiner Meinung nach völlig lost. Was? Ach, du meinst es ernst? Ja, die anderen Konsolen sind einfach viel besser. Ja. Aber wir haben Mario. Die Leistung deiner Konsole ist trotzdem viel schlechter. Ganz ehrlich, Mario bleibt immer in meinem Herzen. Ist einfach so. Dadurch, dass meine erste Konsole war ein Super Nintendo. Ah, es war so cool. Aber wir haben Mario. Eure Grafikkarte ist Schmutz und Online-Spielen auf dem Ding ist ein Krampf. Ja, aber wir haben Mario. Hast du auch noch ein anderes Argument? Wir haben auch Donkey Kong. Komm nicht so jetzt. Ich muss einfach sagen, Switch hat geile Games. Ist so. Das ist doch wirklich... Und wir haben Zelda. Wo krieg ich's denn? Noten kriegen bei anderen. Tobias, Klassenarbeit war leider eine 3-. Die beiden Tests hattest du jetzt auch eine 4. Und mündlich bist du auch zwischen 3 und 4. Aber ich sehe, dass du dich extrem anstrengst. Der gute Wille zählt. Deswegen kriegst du von mir noch eine 2 auf dem Zeugnis. Bei mir. So, Fifi, Klassenarbeit 2-, beide Tests 1. Aber mündlich bist du bei mir leider nur eine 3+. Ich kann da leider nichts tun. Es wird leider eine 3 auf dem Zeug. Mann, Alter, ich fühle das auch. Ich muss auch sagen, also meine mündlichen Noten, da wurde ich einfach benachteiligt und ich weiß bis heute nicht warum. War übertrieben angestrengt. Anstrengungen bringen mir leider nicht. Ich will Leistung sehen. Aber Tobias hat sich auch angestrengt und dafür eine 2 bekommen. Jetzt kommst du mir natürlich so, ne? Der Tobias hat... Wenn der Tobias morgen von der Klippe springt, springst du nach? Ja. Fängt er schon an, wie meine Mom zu reden. Wenn ich dadurch ihr Gesicht nicht mehr sehen muss, springe ich die Klippe runter. Ich teste jetzt 5 krasse Minecraft-Fallen. Okay. Okay, der sieht klassisch ja aus. Eine Kiste. Boom. Okay, alles easy. Aber hier wird man doch... Weil sie erst aktiviert wird, wenn sie sich wieder bewegt. Nicht getrollt. Nummer 2, eine Diamantfalle. Okay. Wenn sie es abbaut. Zack, abgebaut. War klar. Level 1. Ja, das können wir auch noch. Level 2. Das könnte schwer werden. Ich weiß nicht, ob ich die Beine so hoch kriege. Ich würde wahrscheinlich versuchen, so vorne rüber zu jumpen. Level 3. Was? Ah, okay, mit dem... Ey, da muss ich sagen, vielleicht Paletto auch mit dem Trampolin? Das würde ich halt super gerne mal ausprobieren. Level 4. Boah, das ist schon krass. Level 5. Ja, das schaffe ich safe nicht. Das also auf gar keinen... Nee, never ever. Das war geil. Level 6. Schafft ihr doch niemals. Okay. Jugendliche versus Erwachsene. Sparen? Sowas kenne ich nicht. Ich krieg in 3 Tagen sowieso neues Taschengeld. Ich gebe aus, Freunde, alles gut. Wie viel macht's nochmal? 69 Cent? Auf dem Schild stand doch aber 55 Cent. Also 9.
13, ich bin gleich soweit. 6,5 Stunden später. Das müsste so passen. Das war ich als Student. Paluten hat auf mein Video reagiert. Warte, der Junge hat keine Heizung? Ja, ich habe wirklich keine Heizung und es liegt gerade Schnee draußen. Hätte dir jemand den armen Jungen? Nein, das braucht ihr nicht, denn ich mache jetzt ein Feuer. Digga, das ist, ich krieg das Feuerzeug nicht an. Das ist kein Witz. Ich krieg nur diese mit diesem Stab an. Wie soll man das denn auch runterdrücken? Oh Mann. Hey, du musst drücken! Sowas wie mobile Heizung oder sowas? Schreibt mal eine Lösung in die Kommentare. Paluten. Dieser Palu. Hallo, ich habe hier ein Spielzeugauto. Ja. Sind Sie bereit, das zu kaufen für 1 Euro? Ja, mein Enkelkind. Das ist ja cool. Das ist das Auto für Sie. Ja. Dann gucken Sie mal genau rein. Sehen Sie da was? Oh. Schauen Sie mal, was ein das Fubi. Ist. 100 Euro. Das ist für Sie, ja? Ja. Endlich. Ja. Ja, danke schön. Freut Sie das? Ja. Guck mal, oh, das ist echt sweet. Was machen Sie mit dem Geld? Ich habe schon eingekauft. Schon eingekauft, ja. Okay. Und gegen so bin ich traurig. So viel Geld habe ich ausgegeben. Ja. Ich finde das sweet, dass sie auch einfach dieses Spielzeugauto für 1 Euro für ihren Enkel einfach kaufen wollte. Also, weiß nicht, wenn jetzt random auf mich jemand zukommt und sagt, hey, willst du hier dieses Spielzeugauto kaufen? Dann würde ich im ersten Moment denken, Hilfe? Was ist jetzt das alles? Neues Geld, super, oh, super. Ja, ey. Das ist echt sweet. Aber guck mal, im ersten Moment denkt sie auch so, jo, was ist denn hier los? Oh, schau mal, was für ein krasser Porsche. Ja, oder? Das ist meiner. Wahrscheinlich, oder? Weißt du, wie viel sowas kostet? Ja, ziemlich genau sogar. 451.000 Euro. Ich hab dir doch gesagt... 451... Wirklich? Ich sag, dass ich reich bin. Also, das ist, was ist das für einer? Der Porsche GT... Warum steht da GTS? Nee, GT3. Ah, sorry. Kostet aber nicht 451, glaube ich. Weg, Bruder. Darf ich mich mal reinsetzen? Kannst du mal die Finger von meinem Auto lassen? GT3 ist schon sick. Alter, der Heckspoiler sieht so fett aus. Also gar nicht reich. Das stimmt gar nicht mal. Ja, hätte ich auch gern. Porsche Pinsel. Deutam, als ein Pferd in der Flugzeugkabine mitgeflogen ist. Hunde und Katzen bis 8 Kilogramm dürfen im Flugzeug in der Kabine mitgenommen werden. Allerdings müssen die Tiere den gesamten Flug in einem selbst mitgebrachten Käfig bleiben. Auch bei einem 12-Stunden-Flug. Deshalb bekommen viele Tiere auch Beruhigungsmittel. Allerdings gibt es eine Ausnahme. US-amerikanische Fluggäste dürfen auf Flügen in oder aus den USA auch schwerere Tiere mit in die Kabine nehmen, wenn ein Dokument vorliegt, dass sie das Tier als emotionale Unterstützung brauchen. So kam es schon vor, dass ein Zwergpony mitgeflogen ist. Was? Alter, wie cool wäre das denn? Junge, du fliegst einfach. Bumm, 3 Reihen weiter. Ein Pony. Kannst du mal... Mein Kumpel plötzlich eine Freundin hat. Yo, Bro, hast du Bock zu zocken? Klar, Mann, lass heute die ganze Nacht durchziehen. Oha. Ja, klar, gerne. Yo, Bro, Bock auf zocken? Ah, sorry, Bro, wir können heute nicht, uns geht's nicht so gut. Warum, was hast du denn? Weiß auch nicht, wir haben irgendwie schlecht geschlafen. Na, war eine harte Zeit, als die ersten eine Freundin hatten. Und, Alter, früher hast du tagelang gezockt und gar nicht geschlafen. Ja, aber wir wollen sowieso weniger zocken. Wir? Hm? Was ist, Schatz? Ja, ich komme. Du, ich muss dann auch gehen, unsere Serie fängt an. Warte, wann zocken wir das nächste Mal? Ihr hattet Bock auf mehr Lego und deshalb bauen wir, Haluten und ich, dieses Lego-Motorrad. Oh, Alter, ein Lego-Motorrad, stimmt. Also ich will ja nicht spoilern, aber ich hab das hier und das hat voll den coolen Motor. Hört mal kurz hin, man kann das so aufdrehen. Guck mal, das ist normal. Aber, also dann geht hinten so das Ding. Aber wenn man richtig Gas gibt, ich hab's richtig übertrieben, wartet. Nee, warte. Okay, vielleicht bin ich der Einzige, der sich darüber freut. Ja, guckt euch das komplette Short an. Levin, heute willkommen wir mal wieder. Oh nein, nicht der schon wieder. Och nee. Also der Cousin, nicht Levin. Heute verschiedene Arten von Lehrern bei der Notenbesprechung. So, Finn, wie würdest du dich denn selber einschätzen? Eine 4. Ich habe mir bei dir hier eine 2- aufgeschrieben. Ja, korrekter Typ. Die Ansätze sind da. Du kannst es, du verstehst das. Du musst es nur noch ein bisschen mehr in den Unterricht mit... Also so einen Lehrer hatte ich nie. Sorry. Einbringen, ne? Digga, ich habe mich kein einziges Mal gemeldet. Bitte geben Sie mir die 4. Ich bleib sonst sitzen. Seh es als Motivation. Nächstes Schuljahr machst du mehr. Bitte, ich flehe Sie an. Sie müssen aus der 4- nur eine 4 machen. Und Sie retten mein Leben. Nö, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, der 10. Ja, ey, warum? Warum gibt es Lehrer, die so drauf sind? Ich check's nicht. 6-mal Hausaufgaben nicht gemacht. 12 unentschuldigte Fehlstunden. Was soll ich bewerten, wenn du nicht da bist? Ich gebe dir die 4, aber streng dich an, okay? Yeah. Arbeiten, alles Einsen geschrieben, mündlich, super. Ich gebe dir trotzdem eine 2+, weil ein bisschen Luft nach oben ist da noch. Was?
Es geht nicht. Man kann nicht mehr machen als ich. Mehr geht immer, Finn. Was muss ich für eine 1 tun? Da fehlt nicht viel, Finn. Hatten wir auch eine Lehrerin, die nie eine 1 vergeben hat. Also ich war nie in der, aber es gab welche, die so gut waren. Und haben trotzdem keine 1 bekommen. Benenne die Figuren. Peter, Anna, Luis, Sabine und Agnes. Ja, ich würde sagen, richtig, oder? Ja, locker. Da steht ja nicht, in welcher Art man die benennen soll. 100 Punkte! Biotest. Die ersten Zellen waren wahrscheinlich... einsam. Vielleicht waren sie auch gar nicht einsam, sondern eher glücklich, so ganz alleine. Kurztest der Mathematik Gruppe 2. Löse mit Hilfe der binomischen Formeln... Alter, ey, es ist ein bisschen peinlich, aber wenn ich jetzt binomische Formeln und die ganze Kram mache, es ist weg. Es ist weg aus meinem Kopf. A plus B Quadrat, Alter, was? Das geht leider nicht. Die binomischen Formeln sind streng geheim. Glaubst du, der hat dafür Punkte bekommen? Nein. Mhm. Minuspunkte. Schelle vom Lehrer. Mit Milch hergestellt. Da muss man die Kuh fragen. Warum gibt eine Kuh Milch? Weil sie ihre Kinder versorgen muss. Wie spät ist es? Ich habe mein Handy gerade nicht hier. Moment. 6:45. Was? 6:45. Das habe ich bis heute nicht gecheckt. Was ist 6:45? Ist es jetzt 7:15? Ich muss sagen, also ich bin... Stimmt. In Hamburg macht man das nicht so? Wo macht man das, dass man das so sagt? Okay. Ja. 6:45 also. Weiß nicht. Ich sag A und du sagst, Stopp. Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Ja, ich meine nur, dass ich das sage. Ach so. Okay, dann A. Also A mit... A. Stopp. H. 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 Stimmt, als man in der Schule noch H gesagt hat und nicht H. H. Okay, los geht's. Aber ohne Fluss, da kenne ich nur Nordsee. Die, ja, jetzt konzentrier dich, du Aquarium. Hamburg, Land... Stopp. Warte. Okay. Stadt Hamburg. Amsterdam. Land Honduras. Honduras. Helgoland. Oh, ja, na klar. Tier, Hund. Hamza. Hamza, das ist ein Kumpel von mir. Du hast gesagt, dass der voll das Tier geworden ist. Sorry, mit Emil habe ich keinen Bock mehr, statt an Fluss zu spielen. Denn das war's mit dem Video. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat euch gefallen, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein.